Das Halloween-Event in Castle Duels ist in vollem Gange. Ich gebe euch ein paar Tipps und Tricks, sage euch meine Meinung. Außerdem wollen wir ein bisschen Staub öffnen. Ihr seht 6660, um vielleicht die neue Einheit, die Hexe, zu bekommen. Das und vieles mehr jetzt im Video. So, moin moin und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem weiteren Castle Duels Video auf dem Kanal der Taker. Ja, erstmal sorry vorweg, dass so lange keine Videos kamen. Ja, die Zeit war sehr limitiert momentan, deswegen, ja, wir legen jetzt wieder los. Das Halloween-Event ist gestartet, wir haben zwei neue Einheiten im Spiel, und zwar einmal die Todesfee, die ihr im Halloween-Event freischalten könnt. Und zum anderen gibt es dann noch die Hexe, zu der kommen wir später noch. Als erstes gehen wir mal kurz das Halloween-Event durch, wie das abläuft. Meine Erfahrungen aus Rush Royale, ob sich der Pass lohnt und ja, vielleicht noch viele weitere Dinge. Also erstmal, der Ablauf des Events ist eigentlich gleich mit Rush Royale. Wir haben hier dieses Board, da könnt ihr Kürbisse euch holen und drehen. Die kann man natürlich bekommen hier für Kristalle. Außerdem kommen manchmal so Dropdown Elemente, wenn ihr einfach hier im Bildschirm irgendwo hin und her slidet, da kommen dann so kleine Spinnen runter, die müsst ihr ganz schnell anklicken. Da bekommt ihr manchmal auch Kürbisse. Das ist das eine Ding. Für 100 Spins auf dem Board bekommt man eine sichere Todesfee. Das heißt, für 2000 Kristalle gibt es eine Todesfee. Außerdem habt ihr noch eine 0,22% Chance auf eine Todesfee zusätzlich bei jedem Spin. Und eine 0,44% Chance auf eine Kugel. Außerdem könnt ihr auch diese Dinger hier bekommen, die zählen dann einfach wie Spins. Das heißt, wenn ihr diese Würfel, zum Beispiel die 3 oder hier die 1, dann habt ihr hier dann 51 sozusagen gezogen. Ja, außerdem gibt es dann hier noch den Pass. Genau, der fängt hier an. Da gibt es ganz viele Belohnungen auf dem Weg nach oben. Kürbisse, gibt natürlich eine Free-to-Play-Seite und eine Pay-Seite. Und ganz, ganz oben, ihr sammelt hier auf dem Weg diese Münzen, Geistermünzen. Und ganz, ganz oben schaltet ihr dann tatsächlich auch die Todesfee frei, und parallel, wenn ihr euch den Pass hier holt, so wie wir das machen werden jetzt gleich, kriegt ihr nochmal 2000 von diesen Geistermünzen, wovon ihr euch dann hier nochmal eine zweite Todesfee holen könnt. Das heißt, ihr habt schon mal zwei. Ihr seht es hier bei den Spins, ich bin jetzt bei 50, ich habe hier noch nicht wirklich gecashed, ich habe nur so ein paar Quests erledigt und ein paar Dropdown-Elemente mitgenommen, und da gab es dann insgesamt schon 50 Spins. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Eventlaufzeit von 10 Tagen, und ja, ihr werdet auch dort noch mindestens einmal das Board hier voll bekommen, sodass ihr Minimum 3 Karten bekommen würdet. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, weil mir fehlt hier irgendwo das Menü zum Kaufen. Ne? Wir gehen mal kurz im Home-Screen rein. Wo kann ich es denn kaufen überhaupt? Kleiner Bug hier am Start direkt mal, oder was? Sieht fast so aus. Ja. Scheint hier gerade ein bisschen verbuggt zu sein. Also, wie gesagt, um diesen Pass hier zu leveln, braucht ihr diese Punkte, hier diese Bonbons, und die bekommt ihr hier drüben in den Sammlungen. Dort müsst ihr Sammlungen vervollständigen. Es gibt hier eine seltene Sammlung, eine epische Sammlung und eine legendäre Sammlung. Die legendäre bringt hier direkt 1350 Punkte. Ihr seht, ich habe hier schon wieder 4 Karten. Das heißt, 2 fehlen noch, dann kriegen wir direkt wieder 1350 Punkte. Und die bekommt ihr ganz einfach im PvP-Modus. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr random da was bekommen. Und außerdem gibt es hier diesen Questreiter, wo ihr auch die Karten bekommen könnt. Und ich sage euch so, wie es ist. Das ist auch mein Tipp jetzt direkt mal und meine Einschätzung insgesamt zu dem Event. Ich sage, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt hier den Pass, ich glaube, der kostet 7,99. Wir können jetzt leider ihn gerade irgendwie nicht kaufen, warum auch immer. Kann ich euch nicht sagen. Kann man hier direkt kaufen? Nö, auch nicht. Das lohnt sich auf jeden Fall. Denn ihr bekommt mindestens 3 Karten dann für diese 7,99 € von der Todesfee und halt auch diese ganzen Belohnungen auf dem Weg dahin. Also meiner Meinung nach, das sind gute investierte 7,99 €, um die neue Einheit auf jeden Fall freizuschalten. Und wer sich das leisten kann, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und aus Erfahrung auch, ihr müsst auch hier diese Packs hier unten nicht kaufen. Ihr könntet ja theoretisch auch diese Kartenpacks kaufen. Aber wer aktiv spielt und jeden Tag seine Quests erledigt, der kommt hier locker bis ganz oben und wird wahrscheinlich noch, ja, auch ein paar Zusatzkisten farmen, wo dann auch nochmal hier 50 Münzen drin sind und ein paar Karten Gold. Ja, für die 50 Münzen könnt ihr euch dann vielleicht nochmal ein bisschen Staub am Ende holen, wenn ihr noch 4 Kisten geholt habt. Das ist mein Tipp. Außerdem, aus Erfahrung her, wird hier wahrscheinlich kurz vor Eventende auch nochmal andere Packs reinkommen, wo dann direkt nur Legendaries drin sind, etc. Also wenn ihr da kurz vor Ende dann knapp seid,
da lohnt sich dann auch eventuell in das letzte Angebot reinzugehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich nicht kaufen kann gerade. Vielleicht ist es ein Bug, weil ich am PC bin. Ich hätte ein BlueStacks-Update machen können, habe ich nicht gemacht. Vielleicht liegt es daran, weiß ich nicht. Schauen wir dann auf jeden Fall mal rein. Oder habe ich den schon gekauft? Ja, ich habe ihn schon gekauft, deswegen. Ich war gestern ungeduldig, ich habe ihn am Handy schon gekauft. Ja, alles klar. Genau. Also, wie gesagt, das ist erstmal so der Ablauf des Events und meine Meinung dazu. Ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, um die neue Einheit zu spielen, dann später auszutesten. Ihr hättet sie auch schon austesten können tatsächlich im Event, was wir hatten. Da konnte man sie nämlich auch schon spielen. Ich habe jetzt gestern schon was von einem Nerf gelesen. Konnte ich jetzt erstmal nicht nachvollziehen, was da für ein Nerf gewesen sein soll. Denn wir haben hier Balance Changes, dazu kommen wir auch gleich. Oh, die Allergie kickt wieder. Ja, wir hatten gestern Balance Changes, habe ich mal kurz übersetzt, zumindest für die beiden Einheiten. Zum kleinen Drachen. Uns ist aufgefallen, dass es oft Situationen gab, in denen feindliche Einheiten nicht in den Brennbereich gelangen und daher keinen Schaden erlitten. Um die Effektivität der Einheit im Kampf zu erhöhen, haben wir seine ultimative Fähigkeit verstärkt. Die ultimative Fähigkeit wurde geändert. Jetzt erzeugt Little Dragon einen Brennbereich nicht als gerade Linie, sondern als großen Kreis. Der Reaper. Der Reaper ist in erster Linie ein Assassin. Aufgrund seiner Kontrollfähigkeit passt er jedoch nicht gut genug in diese Rolle. Damit andere Einheiten besser mit dem Reaper konkurrieren können, haben wir seine Fähigkeiten etwas abgeschwächt. Die Fähigkeit und die ultimative Fähigkeit wurden geändert. Der Betäubungsbereich ist jetzt schmaler. Ja. Dann gab es noch ein paar Reward-Änderungen für Top-Event-Players. Leaderboard wurde reduziert auf 500. Positionenrang und Reward-Ranges has been revised. Genau, das gab es noch. Können wir auch mal ganz kurz hier in den Übersetzer reinpacken, wenn wir schon dabei sind. Genau, Belohnung umfassend jetzt Eventmünzen und legendäre Sphären. Die Anzahl der Hero-Tavernen-Münzen in den Belohnungen wurde deutlich erhöht. Und andere Änderungen. Die Anzahl der Belohnungen im Spiel wurden geändert. Ich hoffe nach oben. Es wurden Änderungen am Matchmaking-System vorgenommen. Jetzt werden häufiger Gegner gefunden, deren Stärke ihrer entspricht. Und Karrierequest, die erforderliche Menge an Kampfkraft, wurde deutlich reduziert. Ja, dann sind wir erstmal wieder auf dem Stand, würde ich sagen, so dass wir alles erstmal durchgearbeitet haben. Fraktion der Woche, ich habe hier direkt mal 4 Einheiten reingepackt. Wir bekommen 30% zusätzlich pro Fraktion, ne? Also das ist auch ganz, ganz cool. Die Woche kann man nehmen, da habe ich hier die 4 Einheiten und der Magma ist dann ja der Damage-Dealer, sage ich mal, auf den wir uns dann verlassen. Das ist echt cool. Außerdem habe ich auf euch gewartet, um hier die nächste Einheit aufzuwerten. Wir haben ja ein bisschen Ersatz bekommen für unsere Kerne, die wir hatten. Hatten wir 100.000, 106.000 Gold bekommen. Da können wir uns hier auch mal jetzt leisten, den Phönix zu leveln. Auch wenn es jetzt nicht so viel bringt. Aber warum denn nicht? Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Opening, bevor wir jetzt hier unser Gold ausgeben und es vielleicht dann andersweitig brauchen. Ja, wir schauen rein. Wir wollen natürlich die neue Einheit freischalten, die Hexe. Einfach weil sie neu ist und wir sie natürlich gerne mal in Action sehen würden. Das ist ein Event-Unit, wie gesagt. Und diese hier können wir jetzt aber theoretisch kriegen. Ich habe 6660 Staub voll. Das heißt, wir können hier 6-mal raufklicken. Und ja, vielleicht haben wir ja Glück. Let's go. Einmal den Schieber. Die neuen Grafiken. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Nummer 2. Baden, okay. Ist ja noch nicht so die Knaller dabei. Vogelscheuche. Es wird schlimmer, Kappa. Hälfte haben wir rum. Was bekommen wir? Nummer 4. Nochmal die Baden. Ja, die lächelt sich ein, ne? Nummer 5. Wachtmeister Borsti. Ja, kann man machen. Und die letzte Karte wird der Engel werden. Ja, damit leider keine Hexe bekommen. Aber wir gehen hier mal rein und werden hier mal ein bisschen umwandeln, würde ich sagen. Ein Schieber, einmal das, einmal da, einmal die Bade noch. Gleich wieder hier umwandeln, was wir gerade bekommen haben. Borsti, wir brauchen 6 Sphären mal schnell. Zack, dann können wir hier rüber. Da gibt es auch noch ein paar Free Tries. Borsti nochmal. Ja, Baden und Schieber, die spiele ich eigentlich beide nicht, aber was haben wir hier? Raphael haben wir 4-mal, komm, den hauen wir noch einmal weg. Dann können wir nämlich jetzt hier mal noch unseren guten Cowboy aufleveln, der nach wie vor meiner Meinung nach, ja,
eine der stärksten Units oder die stärkste Unit für mich momentan im Spiel noch ist. Auf den verlassen wir uns. Cowboy auf 10. Ich habe den Event Pass nicht durchgezockt, leider auch aus Zeitgründen. Ich hatte mir aber noch diese zwei Hot Offers gekauft, eine Stunde vor Eventende. Und die haben dann genau gereicht, dass ich nochmal 1800 hatte, um den Cowboy hier zu holen, die nächste Cowboy-Karte, um ihn jetzt auf 10 zu leveln. Ja, ich wollte nochmal eins gucken kurz. Von 7 auf 8 eine Sphäre. Haben wir eine 8er Einheit? Jawohl. 3, okay. Also wir bräuchten 4 Sphären, wenn wir dann die Banshees haben, die wir jetzt kriegen übers Event, um die dann auch direkt auf 9 zu leveln. Jawohl, direkt noch hier eine Tavernen-Quest fertig mit dem Cowboy. Sehr, sehr nice. Das gibt 3000 Punkte, das ist gar nicht mal so wenig. Und das gibt nochmal 200 Staub. Nee, doch. Was ist hier mit der nächsten Stufe? Ah, die haben wir noch nicht ganz. Okay. Ja, kleiner Bug hier. Das nervt mich jetzt schon. Schade, dass man es nicht nochmal mit einsammeln kann. Okay, jetzt sind wir auf der aktuellen Stufe. Ja, und dann würde ich sagen, können wir leider die Hexe nicht ausprobieren. Aber wir werden jetzt mal hier den Level 10er Cowboy noch ausprobieren. Ein bisschen Gameplay soll ja natürlich dabei sein. Wenn wir schon so lange kein Video hatten, dann müssen wir das jetzt hier nicht ultra kurz halten. Fred sitzt hier ganz schön K.O. in der Ecke, ne? Ansonsten noch kleiner Hinweis, es gibt jetzt einen offiziellen Merch-Shop. Link packe ich euch in die Kommentare. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wer da vielleicht mich unterstützen möchte. Mit einer Tasse zum Beispiel würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ich da Fotos bekommen würde, wie ihr an eurem Arbeitsplatz, zum Beispiel Grüße gehen raus an Kadan, bei dem würde ich es ganz, ganz besonders gerne mal sehen, mit der Taker-Tasse euren Kaffee oder Heißgetränk eurer Wahl trinken würdet. Ja, kleine Werbung hier noch am Rande. So, ich habe heute schon 7 Games gemacht, weil ich hatte vorhin gestartet. Wir haben Samstagmorgen 6.46 Uhr. Ja, fragt mich nicht. Es ist einfach so, ich bin wach. Ja, habe ich schon 7 Games gemacht und tatsächlich 6 davon gewonnen. War natürlich auch direkt Herausforderung der 7 am Start. Das geht klar. Da bin ich noch ein bisschen verwirrt. Wir haben jetzt manchmal Herausforderung der 7, ganz normal, mit Fights. Also ich musste jetzt wieder Kämpfe gewinnen. Und dann gibt es ja dieses Stern-Ding, ne? Also ihr seht, ich war selber auch ein bisschen raus aus Castle Duels, aber wir sind jetzt auf jeden Fall wieder mit am Start. Wer da mal Licht ins Dunkle für mich bringen kann, gerne auch in die Kommentare. So, die habe ich immer Pech, die spawnen immer hinten. Und guck mal hier, die hier am Rand. Ich würde mal, ja, was bringt es uns, selbst wenn wir da oben jetzt eine andere Einheit kriegen. Wir müssen den hier machen, bringt nichts. Ja, es kommt natürlich wieder der hier. Nee. 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 Danke, Kuss. Das war doch gerade purer Betrug. Wir brauchen hier oben jetzt als nächstes einen Golem. Wir haben schon 2 Herzen gewonnen, okay. Haben ein bisschen Glück gehabt. 12er Golem, ja, da bin ich auch dabei, den Golem noch weiter zu leveln. Da sind wir auch gut dabei und wir können einfach gleich noch ein bisschen Gold ausgeben. Ich habe extra auf euch gewartet. Ich wollte jetzt hier nicht alles schon vorher ausgeben, bevor wir uns wiedersehen. Aber da können wir gleich noch ein bisschen den Crit pushen, auch wenn es nicht allzu viel bringt. Aber was wir haben, haben wir, ne? Jawohl, die ist gut, schön. Wenn ich wirklich Platz kriege, ich wollte gerade sagen, vielleicht nochmal direkt hier nochmal ein Cowboy wäre cool. Jawohl, kommt. Hier ist der cool. Ja. Ja, gefällt mir gut. Oh ja, okay. Da hätten wir vielleicht den hochziehen können, aber macht keinen Unterschied. Warum beide noch? Ja, das ist nicht so cool, aber dann könnten wir hier rüber noch direkt, ne? Wir machen es mal. Dann können wir nämlich hier direkt noch mit rüber. Okay, wir gucken mal, wie es aussieht. Ansonsten wird hier sich bald noch was verändern. Ich will hier meine Funko Pops neu sortieren. Außerdem habe ich noch ein paar WWE-Gürtel, die hier hin sollten. Da habe ich gerade echt Probleme mit einem, ja, Paketlieferer, der mir die meinen limitierten Roman Reigns-Gürtel, den ich bestellt habe vor ein paar Monaten, der ist angeblich am Mittwoch an die Haustür geliefert worden. Und ratet mal, was nicht an der Haustür lag. Da bin ich gespannt, was da noch die nächsten Tage rauskommt. Da bin ich ein bisschen sauer drüber tatsächlich. Weil den gibt es auch so nicht mehr zu kaufen und den kann mir gefühlt keiner ersetzen mehr. Da bin ich echt ein bisschen, da bin ich ein bisschen sauer, muss ich sagen. Vielleicht hat da jemand Tipps, was man da machen kann. So. Ah, hier den Sechser verschwenden ist auch doof. Wir müssen mal hier rüber.
Und einmal hier. Oh, sehr, sehr gut. Let's go. Dann können wir den hier rüberziehen gleich. Wir haben jetzt ein paar viele Golems. Und einige Cowboys zu viel. Auf Risk den zusammenziehen und hoffen, dass daneben nochmal ein Golem kommt. Oder hiermit können wir dann auch leveln. Wir machen es. Wir machen den jetzt erstmal auf 4. Guck mal, die hier, die können wir auch nicht verschwenden. Die können wir nicht wegschmeißen. Die sind zu hoch. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch nutzen. Zweiten Cowboy. Mir ist aufgefallen heute den ganzen Tag schon über, dass hier mein Tank, der Waldwächter, den kriege ich kaum. Ich glaube, 3 Runden, wo ich den nicht mal auf 3 bekommen hatte. Okay, die Runde gewinnen wir trotzdem. Schön. Jetzt gucken wir mal. 20% Verwundbarkeit. Wir haben schon 10%. Müsste sich jetzt theoretisch stacken auf 30% Verwundbarkeit. Okay, wir bekommen den nicht, aber wir bekommen den. Und jetzt hier den Golem als nächstes. Wäre cool. Aber wir können ihn auch so hoch machen. 17 und damit dann auf 20. Sehr schön. Und der hier hat 40, der Golem. Ist auch wichtig. Hier können wir noch was machen. Oh ja, sehr schön. Guck mal hier. Okay, kein Waldwächter, aber dafür gleich den zweiten Golem. Auch nicht schlecht. Der knallt doch richtig rein. Der hat 20 schon auf dem Zweier-Stack. Also auf dem Zweier-Merch-Rang. Der zerlegt auch gleich alles, wenn wir den noch hochhauen. Ja, guckt euch das an. Der Cowboy, der ist es einfach. Da kann ich euch nur empfehlen, ne? Also ist jetzt gerade vorbei das Event, aber holt euch den Cowboy, wenn ihr den noch nicht habt. Wenn ihr es euch natürlich leisten könnt, da den Event-Pass euch mal zu gönnen. Der lohnt sich schon wirklich sehr, sehr doll. Und ich finde den auch cool, wie der aussieht hier, wie er mit seinem Revolver hin und her hält. Das ist schon episch. Ja, episch ist auch, dass wir den jetzt nicht hochbekommen haben hier, aber ich denke, das wird reichen für den Win. Das wird reichen für den W, wie man so sagt, ne? Wie viel Crit hat der Kollege? Ja, okay. So viel dazu, dass man jetzt öfter Leute trifft in seinem Crit-Bereich, ne? Wir haben 200 Crit mehr einfach. Ja. Plus noch die Verwundbarkeit. Da ist nichts zu holen für ihn. Und das Ding ist durch tatsächlich. Der nächste Win. 18 Pokale. Neue Optik dahinter. Gefällt mir nicht ganz so gut manchmal. Man muss gefühlt auch erstmal suchen, wo man dann noch gutes Spiel schreiben kann. Aber ja. Ah, jetzt weiß ich, warum ich Platin aufgeladen habe. Aber es war doof, weil wir brauchen den ja hier noch. Nicht mal gucken. Ne, 120 habe ich auch nicht. Ja, das heißt, wir holen uns den Pass natürlich nochmal so über den My Games Market. Was kostet der Pass dort? Ja, 11 Euro nehme ich, ne? Spart man nochmal 1 Euro. Ja, also wie gesagt, eure Einkäufe natürlich im My Games Market. Da wird es vielleicht auch irgendwann einen Creator-Code geben. Ja, viele davon fragen ja immer schon, wann es den endlich gibt. Fragt einfach offiziell mal im Discord nach, wann ihr euren Lieblings-Creator unterstützen könnt. Sieht besser aus, als wenn ich das mache. So, und jetzt werden wir noch ein bisschen Gold ausgeben. Oh, meine Allergie kickt wirklich gerade wieder rein. Oh, let's go. Wir fangen hier mit den Epics an. Die bringen natürlich, ja, wohl 40.000 für 4. Wir müssen mal gucken. 25 für 2. Ja, komm, wir machen die Epics. Irgendwann soll ja sowieso alles auf 15 sein, hoffentlich. Und dann wird halt mal sehen, wie schnell hier die 200.000 Gold weg sind. Der ist nicht schlecht, den können wir auch hochhauen. Oh, der ist fast auf 14. Wer ist denn noch ganz gut? Komm, der Elektron. Ah, okay, es war Trixie. Also mit den neuen Bildern muss man echt erstmal klarkommen. Wo ist ein Elektron, der Kollege? Ah ja, der ist epic. Den haben wir auch bald auf 15. 2 Units jetzt schon auf 15. Das ist cool. Ja, komm, dann hier den Schleim noch hoch. Let's go. 29.000 kriegen wir dafür noch was. Ne, die heben wir uns auf. Die heben wir uns auf, die 29.000. Ja, was haben wir jetzt gemacht an Crit? Wo sind wir? 655. Kann man machen. Ich weiß gar nicht. Wir sind ja hier schon lange nicht mehr so am Cashen auch. Platz 84 immerhin noch. Das ist okay. Top 100 sind wir noch. Kann man machen. Und ja, mich freut es, dass ich wieder back bin mit Castle Duels und auch wieder für euch Content machen kann. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, was ihr zu den ganzen Neuerungen sagt, die in der Zwischenzeit passiert sind und was ihr vom Halloween-Event haltet. Hier werden wir bald die Banshee freischalten können und dann werden wir die auch austesten. Die hört sich erstmal schon sehr, sehr strong an auf jeden Fall. Hier mit ihrem Power-Effekt hier.
Gegner gerade Linie verursacht so und so viel Schaden. Ja. Letzte Ziel explodiert und fügt Gegner in der Nähe nochmal Schaden zu. Für den Tod erinnert auf den Schlachtfeld um 5%. Wahnsinn. Obwohl die Hexe sich auch stark liest erstmal. Da steht irgendwas, verursacht Schaden, zwei Gegner, teleportiert sich zurück. Langsam. Okay, also vielleicht ist hier auch schon die Anpassung dabei. Denn hier am Anfang stand hier bei irgendeiner von beiden, ich weiß nicht was, dass der einfach eine komplette Einheit auslöscht. So, zack. Okay, kann sein, dass die schon angepasst wurde, dass das der Nerf ist, von denen ich gestern oder vorhin gelesen habe. Ich glaube, im Clan-Chat war es. Grüße gehen auch raus an alle Nachteulen-Teams. Kuss, und wer da noch dabei sein will, bewerbt euch gerne. Wir bauen den dritten Clan noch ein bisschen auf. Der vierte ist so just for fun für Leute, die ja nicht so jeden Tag reingrinden, aber zu den Nachteulen gehören wollt, könnt ihr euch auch gerne bewerben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.